Hallo Leute, heute ist der 12.10.2020. Heute folgt wieder nach langer Zeit wieder ein Corona-Bericht aus Österreich. Wir haben momentan über 12.600 Infizierte in ganz Österreich. In Niederösterreich sind 2.500, nein, 2.000, etwas weniger als 2.000, knapp 2.000. In Niederösterreich sind seit meinem letzten Bericht also insgesamt 127 Leute verstorben. Ich weiß nicht, wie hoch die Zahl in meinem letzten Bericht war. Aber sie ist nochmal um einiges gestiegen. Das heißt, in ganz Österreich sind bisher 855 Menschen an Corona verstorben. 931 getestete Personen. Ich glaube, das ist noch immer nicht das Maximum, das wir erreichen müssten an täglichen Tests. Hospitalisiert sind insgesamt Österreich 560 Menschen, 561 Menschen, davon intensiv betreut, sind in ganz Österreich 97 Menschen. Das heißt, in Niederösterreich sind es insgesamt intensiv betreut 13 Menschen hospitalisiert, 83 Menschen. Wieder genesen sind in ganz Österreich 63 Menschen und erkrankt insgesamt seit Corona-Ausbruch 667. Das kommt auf die 12.000 Menschen hin. Das sind die Zahlen seit Corona-Ausbruch und die aktuellen Sterbezahlen und Erkranktenzahlen von dem heutigen Tag. Auch ich bin in einem Bereich, wo wir schon wieder orange sind, laut Corona-Ampel, obwohl nichts aus dieser Erklärung der Corona-Ampel darauf schließen lässt, welche Voraussetzungen für Grün, Gelb, Orange und Rot herrschen müssen, weil einmal hat es geheißen, pro 10.000 Einwohner Erkrankte, aber da hat der Bezirk, in dem ich lebe, gar nicht 10.000 Einwohner. Und mein Vater und die Polizeiwache hat sich die Stellungnahme zur Corona-Ampel durchgelesen, sogar dreimal. Und keiner hat verstanden, was damit gemeint ist. Ich
glaube nicht mal, dass sich die Politik da wirklich einig ist, was sie damit meinen. Weil es so kompliziert geschrieben ist und anfangs Sachen gesagt werden, die am Ende widerrufen werden. Und nichts so richtig feststeht. Die Todeszahlen sind nicht stark gestiegen. Ich glaube um 6, 7 Leute. Aber immer nur so im 3-Wochen-Rhythmus. Aber die Ansteckungszahlen sind so hoch wie noch nie. 12.000 Menschen sind viele. Und deswegen glaube ich, kann man auch sagen, dass auch das nächste Jahr, das uns jetzt bevorsteht, kein normales Jahr werden wird, solange es keinen Impfstoff gibt. Ich gehöre zu den Menschen, die sich nicht impfen lassen können, weil ich keine lebende Impfstoff wegbekommen darf. Und Corona wird wahrscheinlich zu 90% ein Lebensimpfstoff wird. Ich muss auf die Herdenimmunität vertrauen und mich darauf verlassen, dass so viele Menschen wie möglich sich in meiner Umgebung impfen lassen. Oder einfach zu Hause bleiben. Ich habe ja Assistentinnen, wie ihr wisst, und muss mich darauf verlassen, dass die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu Hause treffen und nicht zu viel herumfliegen in der Gesellschaft und mit zu vielen Kontakt haben, weil sonst können sie mich auch anstecken. Ich bin Risikopatient, das wisst ihr auch. Habe ich oft genug betont. Durch mein schwaches Immunsystem. Durch meine geschädigte Lunge. Und noch durch mein Diabetes und durch die Multiple Sklerose. Mein Vater ist Risikopatient, weil er Allergiker ist. Meine Mutter ist Risikopatientin, weil sie Krebs hatte. Für uns als Familie ist es sehr wichtig, uns vor Corona zu schützen. Meine Eltern werden sich impfen lassen. Ich kann mich wahrscheinlich nicht impfen lassen. Aber das steht noch nicht fest. Ich hoffe, dass in den nächsten Monaten ein Impfstoff auf den Markt kommt, der für jeden da ist. Auf der ganzen Welt. Egal wie viel sie dafür produzieren müssen, Corona muss eingedämmt werden. Und für die Leute, die das noch immer nicht ernst nehmen, schaut euch bitte die Zahlen an. Und realisiert, dass das lange schon ein ernster Zustand ist. Und ich verstehe nicht, warum so viele im Sommer auf Urlaub fahren mussten, wo Griechenland der meiste Ausflugsziel der Österreicher dieses Jahr die Zahlen komplett falsch bekannt gegeben hat. Einige Mitarbeiter von der Firma von meinem Bruder und in der er arbeitet, waren auch in Griechenland und haben sich mit Corona angesteckt. Das hat sofortige Kündigung nach sich gezogen, weil sie dann arbeiten gegangen sind. Das kann ich nachvollziehen, weil man als Arbeiter, andere gefährdet, wenn man dann nicht in Quarantäne geht. Mein Vater musste sogar unterschreiben, in risikoreiche Länder nicht zu reisen.
und müsste sogar Strafe zahlen, wenn er die Grenzen übertritt und sich dort ansteckt. Er ist Polizist in Niederösterreich und da haben sie diese Vereinbarung getroffen mit allen auf seiner Dienststelle. Wir wollten letztens in die Tschechei fahren, Zigaretten kaufen, aber da habe ich noch geraucht. Und haben sogar gelassen, weil dieser Grenzübertritt, wenn die Grenzen zugemacht werden und er in Quarantäne muss, weil er dann Strafe gezahlt hätte. Oder vielleicht sogar seinen Job verloren hätte. Ich finde zudem diese Aussage, laut mancher Virologen, bringt die Maske ja nur 20%. Aber ich sage, ich habe lieber 20% mehr Schutz als gar keinen. In gewisser Weise ist die Maske trotzdem gut, weil natürlich würden wir auch niemanden anhusten, wenn wir krank wären und Normalgrippe hätten und würden uns wegdrehen oder in die Armbeuge husten oder niesen. Aber die Maske schützt zumindest zu diesen 20%, die jetzt wichtig sind. Anke, meine Schwägerin, hat ein neues Maskenmodell genäht, wo man besser Luft runterkriegt. Und die werde ich jetzt immer aufhaben, wenn ich rausgehe. Und also wenn ich das Grundstück verlasse und mir jemand beim Spazierengehen entgegenkommt, dann werde ich die Maske aufsetzen und mich so zumindest zu 20% schützen. Wie ich das mit meinen Arbeitgebern, Arbeitnehmern mache, weiß ich noch nicht. Ich wäre interessiert an diesen Dreiermasken, also diese, die im Spital eingesetzt werden. Aber die bekommt man so nicht. Und ich bräuchte ein paar Stück für meine zwei Assistenten, damit sie regelmäßig wechseln können. Und ich habe mit Kerstin gesprochen. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, sich zu schützen. Egal wie, ob man jetzt zu Hause bleibt oder ob man die notwendigsten Einkäufe und so macht mit Maske. Es ist einfach extrem wichtig, sich zu schützen. Ich meine, wir sind 145 Personen vor 1000 Toten. 1000 Tote, das hört sich nicht viel an. Bei 12.000 Infizierten. Aber 1000 Tote ist immer gerade noch einer zu viel. Das muss man auch bedenken. Alte Menschen, die Vorerkrankungen hatten oder die mehr oder weniger wenig Lebenszeit als Rest hatten, hätten trotzdem auch nicht sterben müssen an Corona, wenn man besser aufgepasst hätte. Dass man eine Infizierung nicht verhindern kann, nicht zu 100% verhindern kann, das ist mir klar. Aber ein bisschen Kopf einschalten und logisch denken ist wichtig. Und ich finde, dass viele Hände desinfizieren auch übertrieben, weil ich eher dafür bin, dass man Hände wäscht mit Seife, weil der Virus noch immer fettlöslich ist. Und Seife ist Fett. Da ist Fett drin und
Das löst das Virus besser auf als jede Desinfektion. Ich rate euch das nur. Jetzt genug von mir und meinen Corona-Zahlen. Bleibt sicher. Bleibt mir gesund. Ciao, eure Ines.